Ja, danke schön. Also das ist, wie ich finde, was dieses Buch so spannend macht, dass also dieser Streit und Zoff und so belegt ein Buch, also vom Inhalt her. Das ist eben keine gewöhnliche Parteibroschüre. Da haben wir alle zugelernt. Also normalerweise ist ja, habe ich mal gehört, bei einem Buch, wenn ich das gelesen habe, dann, und es ist ein gutes Buch, dann hilft es mir, die Welt ein wenig anders zu sehen. Ne? Und hier ist das passiert, dass ich die Welt ein wenig anders sehe bei der Entstehung des Buches. Also das hat mich schon sehr verändert. Also ich habe da ganz viel gelernt. Du wolltest Verleger werden. Ja. Ja, da werden wir jetzt, ist ein gutes Stichwort, Verleger, mein ehemaliger Verleger ist da, Horst Liebscher. Du kommst zu spät, Horst, wir haben dich nicht mehr entlang. Horst war fröhlich eine Neuübersetzung von Jaroslav Hašeks. Die Partei für den maßvollen Fortschritt im Rahmen der bestehenden Gesetze, heißt es jetzt, zu schreiben. Also der war ja 1913 oder so, ist diese Partei gegründet worden. Hašek ist der Erfinder des Schrägs. Ja? Also eine Partei, die ist mit dieser Partei auch zur Wahl gegangen. Die haben in irgendeinem Wahlbezirk in Prag 45 Stimmen bekommen. Muss man erstmal schaffen. Mit Forderungen wie der Verstaatlichung der Hausmeister und sofort ja Einführung des Alkoholismus. Ja? Also, ist ein bisschen traurig, wenn man weiß, dass Hašek sich totgesoffen hat. Ich finde, das ist ein ganz großartiger Schriftsteller. Das ist mir, das ist ein der Mann hat Weltformat, also ist Weltliteratur, die der Mann geschrieben hat. Aber diese vielen kleinen Perlen, die er hinterlassen hat, weiß ich, Hašek muss ja auch Redakteur, also als Brotberuf Redakteur ist er dann einer Zoologenzeitung geworden. Und weil er aber weiterhin dem Bier gefrönt hat, konnte er eben nicht recherchieren. Und das Ergebnis war dann, dass er sich ganz neue Tiere ausgedacht hat. So findet sich dann im Nachlass von Hašek, aber dafür ist er dann auch gefeuert worden, dass ich eine Reportage über die Handaufzucht von Werwölfen ja, ich bin so oft in Museum, und ey, das war ein Quatsch, was du denkst. Und eine ganz besondere Ehre war mir das auch, den Hauptmann, dass ich ihn wieder habe bewegen können, der Matthias. Matthias Renaldi. Ja, also zum, ja, auch für unser Buch. Da hätten sich jetzt zum Thema Freiheit mehrere Themen angeboten, über die du schreibst. Was sehr interessant gewesen wäre, wäre auch deine DDR-Geschichte. Die Wandlung, die dafür gibt es ja im Buch Kaltland, haben wir das ja schon drin, was ich ja ausgegeben habe. Aber würde sich sehr, sehr gut anschließen, ist auch in unserem Buch drin, Thema Aufarbeitung der Aufarbeitung. Ja. Da haben wir zwei Aufsätze drin, zum Beispiel darüber, dass Erich ein Schwein war, also über ein Schwein namens Erich, was da verkauft wurde zu DDR-Zeiten. Und bei, nur ein Satz, wie ist damals der operative Vorhang auf dich zu DDR-Zeiten? Parasit. Also, wenn wir nochmal eine Fortsetzung machen, Parasit, so viel zum Menschenbild der SED. Aber ich frage mich immer, wenn ich heute Schützenhilfe aus der Ecke bekomme, ob das Menschenbild sich überhaupt nicht geändert hat. Jetzt bin ich eben nur ein Parasit an der starken Brust des bösen Kapitalismus und deswegen muss ich unterstützt werden. Naja. Aber ihr seid ja die engsten Freunde, habe ich gesagt. Wir sind keine Feinde. Mehr. Ja, also ich versuche jetzt hier irgendwie zum Thema deines Aussatzes. Ja, das ist immer über Sex reden. Genau, er hat. Also wir mussten in diesem Buch, wenn über Freiheit, dann muss auch über Liebe, freie Liebe. Irgendwas muss da rein, habe ich gedacht. Und was liegt da mehr als Matthias Renaldi zu fragen? Also, nein, jedenfalls haben wir darüber, da ist da noch ein anderer Beitrag dazu, zu Behinderung und Sexualität im Buch.
Und du hast über Barrierefreiheit im Bordell geschrieben. Ja, also willst du? Ich lese jetzt, ja. Den bisschen mal vor. Wir bauen auf. Also da gab es wirklich einige Diskussionen. Nee, ich muss ja noch sagen, ich bin jetzt mal derjenige, der sich